Hallo. Mein Name ist Jonathan Frakes und ich erzähle Ihnen etwas über das Darknet. Wussten Sie, dass bei jedem Foto, das Sie machen, Ihr Standort in den Metadaten des Bildes gespeichert wird? Vielleicht. Aber ist Ihnen auch bewusst, dass Sie beim Kauf eines solchen handelsüblichen Staubsaugerroboters akzeptieren, dass dieser Roboter Ihre Wohnung ausmisst und der Hersteller diese Daten an Dritte weitergeben darf? Ganz schön scheiße. Übrigens, die Firma, die diese Roboter baut, heißt iRobot. So wie in dem Film mit Will Smith, in dem Roboter versuchen, die Menschheit auszulöschen. Denken Sie mal drüber nach. Wir leben in einer Welt, in der große Technologiekonzerne mehr über uns wissen als wir selbst. Da ist es nur verständlich, dass manche Menschen wie Moritz im Internet lieber anonym bleiben wollen. Dafür benutzen sie ein spezielles Netzwerk namens The Onion Router oder kurz Tor. Ruft man im Internet eine Seite auf, so kommt das Datenpaket mit den Inhalten direkt vom Server des jeweiligen Anbieters. Ganz transparent. Ruft der Tor-Browser eine Darknet-Adresse auf, dann landen die Datenpakete nicht direkt beim User. Vorher werden sie durch das Tor-Netzwerk geleitet, von Knotenpunkt zu Knotenpunkt. Jeder Punkt kennt dabei immer nur seinen Vorgänger und seinen Nachfolger. Nie die gesamte Kette. So lässt sich also nicht mehr zurückverfolgen, von wem das Datenpaket ursprünglich kam. Sind Sie sich wirklich sicher, dass Lisa das Datenpaket abgeschickt hat? Oder haben wir sie im Darknet hinters Licht geführt? Ach ja, eine Sache noch. Nehmt keine Drogen.